Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Europa Universalis 4 mit England und dem neuen Patch und DLC Leviathan. Und wenn ihr ein bisschen Prolog sucht, dann klickt doch mal auf den Link. Dort werdet ihr die Prolog-Folge finden zu diesem Let's Play. Und grundsätzlich ganz kurz, das Let's Play wird täglich bis Ende der nächsten Woche laufen und dann wird es sich mit dem Stellaris, das Imperium DLC oder das Imperium mit dem neuen Nemesis DLC wöchentlich abwechseln. Ja, viel erzählen möchte ich hier eigentlich gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit dem Spiel und ich möchte ja versuchen, ein bisschen historisch zu spielen. Jetzt erzähle ich doch was. Und wir sind auf jeden Fall bei einer drohenden Katastrophe, nämlich der Krieg der Rosen. Und da müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten. Grundsätzlich haben wir ja jemanden an der Macht, der hier mit König Heinrich dem VI., ein Lancaster, nicht der Beste ist mit 000. Das heißt, wir generieren hier natürlich auch relativ wenig. Wir werden also als erstes in die administrative Macht investieren, dass wir schnellstmöglich in der Lage sind, unsere Stabilität zu erhöhen. Dann werden wir in die Berater investieren und zum Schluss gucken wir, dass wir nach Möglichkeit in dieser Folge, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, machen wir es denn? Die hebt Truppen aus Mission, zumindest die Armeegröße mit 100% schon hinkriegen. Das wären 37, wir haben aktuell 29, das sind also 6. Und ein so eine Truppe kostet... Na, Quatsch, Söldner anwerben wollte ich nicht. Ich wollte gucken, was ein Regiment kostet. 10. Das wäre also möglich. Dann sollten wir gucken, dass wir günstige Berater nehmen. Ich glaube, das sollte dann passen. Aber jetzt, bevor wir irgendwas machen, lassen wir erstmal ein paar Tage laufen, dass wir hier weiterkommen. So. Jetzt gibt es hier eine ganze Menge Nachrichten und ich würde nur aus interessanten Ländern möglicherweise auch... Na, wir bleiben mal dabei. Und Bordeaux ist nun eine Kernprovinz. Ja, wir haben ja hier unten eine ganze Menge Besitztümer. Das finde ich auch ganz gut so. Und wir gehen mal weiter. Keine Debatte im Parlament, das ist natürlich wichtig. Ich würde auch übrigens jetzt im Moment in unserem Parlament auch keine weiteren Länder hinzufügen. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin ja ein... Ich möchte mich tatsächlich eher als Anfänger in Europa Universalis bezeichnen, definitiv nicht als Pro, trotz vieler Spielstunden. Aber so gut kenne ich mich in dem Spiel nicht aus. Gerade dieses Thema Debatte im Parlament. Wir haben ja momentan das Problem der Krieg der Rosen, das definitiv bald kommen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier Leute im Parlament hinzuzufügen, die dann uns wohlgesonnen sind. Ich würde fast sagen, dass das geht, aber ich bin mir halt nicht sicher, wie. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es bei denen hier Sinn macht, ob es irgendeine Provinz gibt, wo zum Beispiel der König einen großen Einfluss drauf hat. Da kenne ich die Spielmechaniken zu wenig. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Auf jeden Fall werden wir als Debatte beginnen. Wählt ein Anliegen aus dem Parlament. Ja, so viel wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Dann gucken wir das vielleicht im nächsten Monat mal an. Ich wollte schon so einen Monat warten, damit dass wir hier die Finanzen mal ansehen. 30, 1. und 9,75 beim Handel. Okay, das ist natürlich ein bisschen eingebrochen. Das gucken wir uns als erstes mal an. Christiana Pietas ist der goldene Bulle der Katholiken. Grundsätzlich vielleicht nochmal eine Kleinigkeit, das hatte ich aber auch im Prolog erzählt. Ich halte momentan den Einfluss der Kirche aufs Let's Play bis zur Reformation für gering. Wir werden das akzeptieren, was sie uns sagen, werden uns nicht dagegen stellen, aber ansonsten sind so Sachen, die die Kirche betreffen, bis zur Reformation in meinen Augen nicht so wichtig. Das wird mit der Reformation wichtig, das wird mit Sicherheit dann eins der Hauptpunkte werden in dem Let's Play, dass wir nämlich die Reformation aktiv unterstützen werden. Okay, gut. Eine Staatsehe aus Portugal. Ja, wie viele Staatsehen können wir denn machen? Das ist natürlich jetzt ein spannender Punkt. Eine Staatsehe aus Portugal. Da müsste ich jetzt echt mal gucken und überlegen, wie Heinrich der VI., was er für eine Staatsehe hatte. Da bin ich mir gerade echt gar nicht sicher, wenn ich ehrlich bin.
War es Portugal oder war es Spanien? Spanien war, glaube ich, später. Ah, das ist jetzt schwierig. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie die Gemahlin von Heinrich des Sechsten war. Ich würde das tatsächlich ablehnen. So. Also Portugal machen wir tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob die eventuell jetzt ein bisschen böse auf uns sind. Das wäre durchaus möglich. Wir sollten uns grundsätzlich die gleiche Religion, okay, wir sollten uns grundsätzlich die politische Lage gleich mal angucken. Also, jetzt bleiben wir aber erstmal dabei. Wir müssen nämlich unsere Stabilität erhöhen. Das ist im Moment so die einzige Möglichkeit, die wir haben, den Krieg der Rosen zumindest hinauszuzögern. Ich glaube nicht, dass wir ihn verhindern können. Das Thema Herrscher hat weniger als zwei administrative Macht, militärische Macht und diplomatische Macht. Das werden wir nicht ändern können. Aber zumindest das Thema Stabilität ist geringer als eins. Das können wir hoffentlich machen. Damit können wir es auf jeden Fall hinauszögern. Wir bekommen dann Unruhe, müssen uns also hier rum kümmern. Also wir haben jetzt ein kleines Zeitfenster, in dem wir Kriege führen können. Und das würde ich tatsächlich auch gerne machen, denn Heinrich der Sechste wollte ja gerne seine Macht auf dem Kontinent festigen. Das war zumindest so seine Idee. Und ich glaube, das erste große Ziel kann Burgund sein, der ehemalige Bündnispartner, der sich gegen uns oder ja, wir haben uns gegeneinander verschworen, wir haben keinen Bock mehr aufeinander. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Heinrich dann sagt, hey, pass auf, hier eine Verbindung in der Picardie und Artus, das wäre mit Sicherheit nicht schlecht, dass wir hier einen zusammenhängenden Bereich haben. Das wäre dann zumindest für mich aber auch der letzte Punkt der Eroberungen. Ja, ich hatte ja gesagt, viel mehr erobern möchte ich hier tatsächlich in England nicht. Das ist mir dann doch zu ahistorisch. Da möchte ich mich dann darauf beschränken, dann eventuell Burgund als Vasallen oder so zu haben. Das könnte man dann mal gucken, je nachdem, wie so ein Krieg läuft. Also, wir gehen auf jeden Fall nach Burgund und werden uns versuchen, einen Anspruch zu fingieren, und dazu brauchen wir erstmal ein Spionagenetzwerk. So, dann gehen wir hier rein und gucken jetzt mit unserem Geld, dass wir uns hier ein paar Leute holen. Aber vorher müssen wir echt mal ein bisschen bei dem Geld noch gucken. Das ist tatsächlich wichtiger. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Na, da. Einmal mehr Unterhalt runter. Und bevor wir jetzt hier die Festung stilllegen, möchte ich euch eine kleine Neuerung zeigen. Nämlich hier in London oder allgemein könnt ihr jetzt hier sagen, diese Festung soll bitte nicht stillgelegt werden. Die Festung dieser Provinz wird niemals stillgelegt. Das ist einmal in London mir wichtig und vor allen Dingen in dieser Provinz und hier oben in Calais. Und natürlich auch hier unten, dass diese Festung niemals stillgelegt wird. Mit den restlichen Festungen können wir jetzt durchaus sagen, komm, leg sie bitte still. Das kostet uns nur unnötig Geld. Ja, das ist eine extrem coole Sache. Wir haben jetzt am Ende des Tages hier zwei stillgelegte Festungen. Das bringt uns einen Tuck mehr Geld ein. Und die wichtigen Festungen hier, diese zwei, vier Festungen, die sind nicht stillgelegt. Echt cool. Vielen Dank, Paradox, für diese Neuerung. Finde ich echt super. Und übrigens, eine der Neuerungen sind die Großprojekte. Wir haben jetzt hier den London Tower und mit der Zeit wird zum Beispiel der Erwähnungswert steigen. Das funktioniert ähnlich wie in Imperator Rom. Und dann bekommen wir hier mehr Boni. Ihr seht es hier zum Beispiel: Prestige jährlich plus 0,5 und Armeetradition. Hier nur Armeetradition. Und hier hinten sind wir schon bei einem Prestige von plus 1 im Jahr durch den London Tower. Das ist schon ziemlich cool. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch noch Verbesserungen anstreben und so. Das ist schon eine ziemlich tolle Sache. Wir haben übrigens noch ein Großprojekt, das ist in Hampshire. Das ist Stonehenge. Das läuft hier ähnlich. Ihr seht es hier, Missionarsstärke steigt hier auf 0,5. Ne, die bleibt bei 0,5. Aber ihr habt dann tatsächlich zum Schluss ein Missionar mehr, den wir benutzen können. Und das ist gerade im Hinblick auf die Reformation schon echt eine ziemlich tolle Sache, muss ich sagen. Okay, also lasst uns nicht lange von dem Update und dem DLC schwärmen. Lasst uns weiterspielen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Berater. So. Wir haben gesagt, wir haben 74. Wir sind jetzt bei 8,2. Und bevor wir das machen, gehen wir tatsächlich noch einmal in den Handel und schauen uns das an. Wir haben zwei Händler. Einer ist hier oben in der Nordsee. Und der beträgt die Handelseinfluss
Das finde ich gar nicht schlecht. Wir sind hier bei 14%, 51% hier unten und 7% hier. Wir liefern hier, gell? Was? Und hier schröpfen wir ein bisschen ab. Insgesamt 9,75, das sehen wir hier. 9,75. Ich würde das erstmal so lassen. Da würde ich tatsächlich erstmal noch nichts investieren. So, jetzt aber die Berater. Also, günstige Berater. Dann bleiben wir auf jeden Fall bei plus 1. Obwohl das schon... Also gerade bei ihm hier wäre mit Sicherheit ein Zweier wichtig bei administrativer Macht. Joseph Relay, Lawrence Herbert oder John Cupgrave. Ich würde tatsächlich den guten John bevorzugen, aber er natürlich günstiger ist. Das würde besser im Kram passen momentan. Aber auch weil er minus 2 globale Unruhe bringt, was uns natürlich auch bei der Katastrophe hier hilft, weil die plus 5 Unruhe bringt. Dann sind wir nur noch bei plus 3. Das denke ich mal, das können wir ganz gut machen. Dann bleiben wir erstmal bei den guten John. Ja. So, bei ihm, was haben wir hier? Nationale Entscheidung verfügbar. Gucken wir uns gleich mal an. Mellor Cavern und John Forescue und Alfred Cook. Okay. Ob er wohl ein Vorfahre von dem Berühmten ist? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er mit 64 zu teuer. Wenn überhaupt, könnten wir hier unten hingehen. 14 und 1,5. Beziehung verbessern. Also ganz ehrlich, die diplomatische Reputation, glaube ich, von John Forescue bringt uns momentan am meisten. So, dann gucken wir mal bei ihm. Dann haben wir 16. Oh Gott, das ist aber auch teuer. Einheiten mit plus 10%. Moral der Armee. Ah, ich weiß nicht. Wir nehmen ihn. Wir nehmen den günstigsten tatsächlich. So. Das sollte uns auf jeden Fall ein bisschen voranbringen. Wir sind jetzt hier bei 6,33. Das ist immer noch nicht berauschend, aber immerhin schon mal etwas besser. So. Zu wenig Rivalen. Oh ja, da müssen wir uns natürlich auch drum kümmern. Das ist natürlich in dieser Zeit Schottland. Natürlich Burgund, der ehemalige Verbündete. Und natürlich Frankreich. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen einen Kriegskungs und uns basteln gegen Burgund. Und da sind wir ja bereits mit dem Spionagenetzwerk dabei. Okay. So, Bündnis aus Tyrone, die sind hier oben. Ich weiß gar nicht, sind die das hier? Auf jeden Fall sind die hier oben irgendwo. Das werden wir ablehnen. Neue Kernprovinz. Labour ist eine Kernprovinz von uns. Das ist gut. Kernprovinzen, da können wir ja Einheiten bauen. Ja, das ist gut. Okay, eine weitere Kernprovinz. Man ist auch eine Kernprovinz. Das ist diese kleine Insel hier, die Insel Man. Sehr schön. Arthur hat einen Sitz. Er ist in Burgund, ist der Sitz eines Kardinals. Er ist Burgund treu ergeben. Und die Provence ist nun ein Rivale von uns. Ich glaube, das ist hier, ne? Was haben wir denn? Minus 99. Ja, komm, gut. Ah, sie begehren Maine. Ah, alles klar. Wir können uns grundsätzlich mal darum kümmern und das einfach langsam weiterlaufen lassen und dann in die Diplomatie gehen. Also, Frankreich begehrt die ganzen Sachen hier. War irgendwie zu erwarten. Ist mit einer ganzen Menge Ländern verbündet. Das sind wahrscheinlich... Was sind das? Personalunions oder... Ist das eine Personalunion mit Frankreich? Könnte ich mir gut vorstellen. Verbündet mit Frankreich. Ist der Vasall und Staatsehe mit Frankreich. Okay, das sind alles Vasallen. Ja, dann haben wir Valois. Die sind mit Sicherheit auch Vasallen von Frankreich. Und jetzt gucken wir uns mal Burgund an. Burgund hat, und das ist interessant, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, hat einige Verbündete, nämlich Brabant und Flandern und auch Holland sind Personalunion oder sind in einer Personalunion und Juniorpartner von denen hier. Also da steht uns auf jeden Fall was bevor. So, er ist komplett unabhängig.
Er ist oder die Provence ein Verbündeter von Frankreich, wahrscheinlich ein Vasall. Wie sieht es hier unten aus? Die können ganz gut mit Portugal. Dann könnte man überlegen, dass wir ihm hier möglicherweise, müssen wir doch mal in die Pause gehen, ein Bündnis anbieten. Rivale verkündet. Das ist natürlich auch interessant. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Vielleicht können wir auch ein bisschen was mit Österreich machen. Das wäre mit Sicherheit gerade um den Einfluss hier im Heiligen Römischen Reich zu stärken, auch gar nicht so schlecht. Das ist natürlich ein bisschen ahistorisch. Deswegen würde ich als erstes tatsächlich in Richtung Spanien gehen. Das würde sogar funktionieren. Was spricht dagegen? Kastilien ist mit dem Rivalen Burgund verbündet. Das ist natürlich doof. Gucken wir mal. Also Bündnis mit Burgund, mit Narvana. Wo sind die? Ach, da oben. Ja, okay, das ist kein Problem. Und dann haben sie ein Bündnis mit Portugal. Das wird uns ja in die Hände spielen. Wir können tatsächlich versuchen, dass wir dieses Bündnis ein bisschen untermauern damit. Das wäre mit Sicherheit nicht schlecht. Wir machen das. Wir machen ein Bündnis mit denen und setzen einen unserer Diplomaten mal direkt auf die neue Technik an, nämlich auf das Hofieren. Mit dem Hofieren werden wir hoffentlich Embargo verhängt. Wir gehen mal wieder auf unsere Nachrichten. Embargo verhängt. Durch das Hofieren bekommen wir Gefallen und mit Gefallen können wir hier unten einige Dinge machen. Gegen Vertrauen tauschen, Verwandten als Thronfolger. Sowas finde ich zum Beispiel interessant. Das ist gerade hier für uns spannend. Mit dem neuen Leviathan-Update und dem neuen 1.31-Update, das wir zum Beispiel Verwandte als Thronfolger einsetzen könnten. Das wäre spannend. Mal gucken, ob Frankreich das macht. Da geht es ja irgendwann weiter, dass französische Könige oder zumindest aus der Familie auch was mit England zu tun hat. Es gibt auch dann die Staatsehe mit Spanien, aber das kommt alles noch. Und vor allen Dingen, wenn wir einen Krieg erklären, wir können ja mal nach Burgund gehen. Das haben wir uns jetzt ja als ersten richtigen Grund oder ersten Kriegspartner ausgesucht oder Kriegsziel. Dann gibt es hier, ihr seht es, wenn die das ablehnen, sind mit dem Feind verbündet. Bei minus 1000. Das sind die Gefälligkeiten. Das heißt, wenn wir genug Gefälligkeiten haben, dann könnten wir sie dazu überzeugen, hier mitzumachen. Sind mit dem Feind verbündet. Kastilien wird mit Sicherheit nicht mitmachen. Kastilien würde leider auf der Seite mitmachen. Das ist ein Problem. Da müssen wir also daran arbeiten, dass wir die hier rauskriegen. Ansonsten können wir uns den Krieg eigentlich tatsächlich sparen. Aber Burgund ist tatsächlich ein Ziel. Das würde ich gerne wählen. So, dann gehen wir mal wieder auf den normalen. Armagnac. Ja, gut, das ist hier unten irgendein Land, ne? Orléans, die Provence, ja, ist nicht so wichtig. So, aber jetzt nochmal hierzu. Ein Bündnis akzeptiert Kastilien mit Navarra. Friesland. Was ich interessant finde, ist tatsächlich. Drei Bünde schlossen mit Österreich, ist tatsächlich das Thema Österreich hier. Wir gucken nochmal nach Österreich, was die Diplomatie angeht, nicht Handel. Gut, wer hätte es gedacht? Ungarn, Staatsehe mit Ungarn, drei Bünde und mit Aragon. Ansonsten sind sie noch nicht aktiv. Angebot für die Staatsehe Ostkastilien. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Ich glaube, das war bei dem Heinrich den Vierten noch nicht aktiv. Aber das ist jetzt für mich persönlich fürs Spiel entscheidend, damit wir sie ein bisschen aus Burgund rausdringen. Und wir haben die Isabella mit 151 ist die neue Gemahlin. Vielleicht kriegen wir damit sogar Kinder und könnten das Thema Rosenkriege verhindern oder abschwächen. Das wäre natürlich cool. Okay, also ich bin mir jetzt echt unschlüssig. Österreich ist ja für mich persönlich eigentlich kein Bündnispartner. Alleine schon, weil
Ja, also historisch gesehen waren die, glaube ich, nie so richtig verbündet, England und Österreich. Nee, wir lassen das. Nee, nee. Wir halten uns dabei an den Plan Kastilien und Portugal. Und als Heinrich der Sechste wollen wir natürlich unseren Einfluss in Frankreich stärken. Das war ja sein Ziel. Und wir fangen mit Burgund an, damit wir hier unsere Landverbindung haben. Wie gesagt, das sind die einzigen beiden Provinzen, die ich gerne nehmen würde. Also die auf jeden Fall. Bei der kann man drüber überlegen. Und danach werden wir uns auf, ja, Vasallen und Einfluss konzentrieren hier in Frankreich. Okay, sehr gut. Dann werden wir unsere Armee weiter aufbauen. Wir haben jetzt 77. Das heißt, einmal hier bitte zwei, vier davon und ein davon. Und dann werden wir eine Infanterie hier reinstellen. So. Embargo verhängt. Ah, unglaublich. Burgund verweigert unseren Händlern den Zugriff auf ihre Provinzen. Dadurch sinkt unser Handelseinfluss minimal, aber wir sind immer noch bei 69, denn der Ärmelkanal ist ja der Umschlagplatz. Das ist das Gute. Das ist nicht hier irgendwo an Land. Wenn wir hier irgendwo an Land wären, dann wäre das mit Sicherheit. Frankreich hat zwei Kardinäle. Ist das mit Sicherheit, wäre das mit Sicherheit kritischer? Wir sind bei 50%, 1% gesunken. Ja, das ist noch okay. Wir müssten halt gucken, dass wir das langfristig sichern, denn diese 69, die möchte ich halt schon behalten, ne? Deswegen müssen wir halt auch das Thema Royal Navy angehen, dass wir unseren Einfluss hier mit Schiffen sichern können. Okay, dann können wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen schneller machen. Keine Debatte im Parlament. Kosten der Berater minus 10%. Ich hoffe, das geht auch im Nachhinein. Wir nehmen einfach mal das. 25%. Das ist ja nix. 246. Lancashire macht das bereits. Benutzung von Kronland erlauben. Der prozentuale Anteil des Landes, den euer Staat kontrolliert, ändert sich um Klerus plus 1, Klerus plus 1 und Bürger auch. Wie sieht es denn aus? Was haben die denn momentan? An Kronland 33. Das wäre dann natürlich ein bisschen. Das wäre natürlich schade. Dann werden wir 2% Kronland verlieren. Das wird mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Oxford spricht sich gegen sie, wehrt sich gegen die Angelegenheit aus, erhält 0,1 Korruption. Wie viel Korruption haben wir denn aktuell? Und nein, liebes Handy, ich habe nicht okay, Punkt, Punkt, Punkt gesagt. Immer noch nicht. Warte mal. Korruption sind wir bei 0. Keine Parlamentsdebatten, 0,1. Korruption wird ausgerottet, 0,1. Das heißt, wenn wir ihnen Korruption erlauben, wären wir immer noch bei 0. Das heißt, das können wir ruhig machen. Dann sind wir bei 50. Bürger begünstigen, Einfluss in Kent, das können wir auch machen. 75. 16 Dukaten haben wir nicht, militärische Unterstützung. Scrooseberry spricht sich gegenwärtig gegen die ganze aus. Wir verlieren 10 militärische Macht. Militärische Macht ist nicht so schlimm. Dann machen wir das. Erlassene Anliegen, Erweiterung der Bürokratie. Wir sind momentan mit den Beratern um 10% günstiger. Und das sollte sich hoffentlich auch in unseren Einnahmen sichtbar werden. Ja, es hat funktioniert. Okay, 0,45, der war vorher bei 0,5. Passt. Sehr gut. Okay, was hat sie? Sie ist rechtschaffen. Legitimität plus 1, das ist gut. Ich hoffe ja inständig, dass wir hier was bekommen werden. Ein Nachfolger, obwohl er ja unfruchtbar ist. Die Katastrophe ist immer noch dabei. Ja. Also das, was ich hoffe, ist tatsächlich, dass er mit seiner Frau jetzt einen legitimen Nachfolger bekommt, mit der guten Isabella, und schnellstmöglich er dann irgendwie stirbt. Dann könnten wir ihn, das wäre vielleicht ein bisschen ahistorisch, aber trotzdem eine Möglichkeit, als Anführer einer Armee einsetzen, gegen Burgund in die Schlacht ziehen, ihn hoffentlich, die Schlacht hoffentlich verlieren und dann gucken, dass wir ihn hier haben. Dann hätten wir das Thema Rosenkriege abgewendet. Das ist natürlich alles hypothetisch. Das wäre aber eine Möglichkeit. So, Brabant. Ja, das sind die ganzen Länder hier oben. Ich bin mir sicher, dass Holland auch noch folgen wird. Brabant müsste. Das ist Flandern. Brabant ist hier. Die beiden werden auch noch folgen.
Na, wer hätte es gedacht? Flandern. Und als nächstes werden wir eine Nachricht mit Sicherheit hier vor Holland bekommen. Die sind ja in der Personalunion. So, die Händler sind übrigens hier in der Nordsee und in Lübeck. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas sehen wollen. Provinzen, Staat zentralisieren. Also richtig nicht. Wir können uns das ja mal anzeigen lassen. Okay. So, dann gucken wir hier nochmal. Umkämpfte Nachfolge. Baden, Dänemark. Bei uns ist das nämlich auch. Das brauchen wir nicht. Und wir können Entscheidungen entlassen. Akt zur Religionsverbreitung. Missionarstärke plus 05. Institutionsverbreitung verfügt über Theologe. Das möchte ich tatsächlich nicht. Hier ist nichts möglich. Denn das ist das Thema, was ich ja gesagt hatte. Ich glaube, die englische Monarchie ist zwar grundsätzlich gläubig und der Kirche treu ergeben, aber mit dem Heinrich des Achten, der dann an die Macht kommt, beginnt ja diese Reformationszeit, dass er ja schon sagt, ich habe keinen Bock mehr auf eine Frau, ich will hier ein paar mehr Frauen heiraten und einfach die aktuelle Frau köpfen lassen, was er so gesehen ja nicht darf, weil er ja ein von der katholischen Kirche erlassener Herrscher ist oder eingesetzter Herrscher. Und da beginnt es ja schon mit dem Thema. Orléans wird beeinflusst. So, und da haben wir es schon. Holland verweigert uns den Zugriff auf seine Provinz. Deswegen werden wir das nicht machen. Und ich, wie gesagt, ich sehe die katholische Kirche hier so als Beiwerk bis zu dem Zeitpunkt, wo die Reformation beginnt. Ab da wird in meinen Augen das Spiel maßgeblich bestimmt durch die Reformationskriege, die wir aktiv unterstützen werden. So, jetzt müsste man mal schauen, ob... Sie berichten von einem Ereignis. Das Königreich Italien und das Kaiserreich. Seit Jahren schwindet die kaiserliche Kontrolle über das Königreich Italien. Aufeinanderfolgende Kaiser haben es versäumt, den italienischen Staaten ihren Willen aufzuzwingen. Und diese haben mittlerweile damit begonnen, die kaiserlichen Gesetze und Gepflogenheiten völlig zu missachten. Wenn diese einsinnige Nation Norditaliens nicht bald in den Griff, nicht fest im Griff sind, können wir Italien für immer aus der kaiserlichen Kontrolle streichen. Da bin ich gespannt, wie die KI hier übrigens agiert. Aber das ist für uns eher ein Nebenschauplatz. Wir kümmern uns hier um Frankreich. Die hinterhältigen Schurken von Frankreich besitzen die Frechheit Bordeaux als ihren Besitz zu beanspruchen. Na, das sehe ich aber anders. Das ist mit Sicherheit nicht ihr Besitz. So, Militärzugang aus Ormond. Jetzt ist die Frage, wo ist Ormond? Das ist mit Sicherheit hier oben, ne? Warum? Was wollen die denn mit Militärzugang? Sind im Krieg mit Schottland? Tyrconnel und den Inseln. Also die sind... die wollen hier hin. Aber die Frage ist, was es ihnen bringt, wenn sie hier durchgehen. Die sind im Krieg mit dem hier. Wo auch immer er hier... Ja, hier ist, das ist er und den Inseln. Das heißt, die sind mit den beiden im Krieg. Er könnte also hier durch. Die Frage ist, hat er denn hier Militärzugang? Wo hat er denn bisher alles Militärzugänge? Dort, das ist klar. Ormond. Damit könnte er hier lang kommen, wenn er in Schottland auch was hat. Und also er kommt doch da schon hinten. Nee, ablehnen. Da mischen wir uns nicht ein momentan in die Sachen. Das wird mir politisch zu heikel, wenn wir uns da jetzt einmischen. Das machen wir nicht. Das ist mir in dem Fall wirklich egal. So, wir können mal ins Heilige Römische Reich gucken. Kaiser ist Friedrich III. Von Habsburg. Ja gut, niemand mag uns. Ist irgendwie auch klar, mit dem Heiligen Römischen Reich haben wir in dem Let's Play eher weniger zu tun. So, der Vatikan, wie gesagt, das ist das Thema für uns. Wir können mal gucken, wer am meisten Einfluss hat. Urbino ist auch klar, Florenz ist auch irgendwie klar, dass die gut Einfluss haben. Frankreich, haben wir gesehen, hat zwei Kardinäle, die sind schon bei 2 Einfluss. Burgund, Kastilien, der Kirchenstaat, also ich weiß nicht, ob ich hier tatsächlich in Papst Einfluss ein bisschen investieren würde. Aber wie gesagt, für mich ist das Thema... eher so eine Randerscheinung. Wir machen das halt, weil es halt gemacht werden muss, aber wir werden uns aktiv um die Reformation erst kümmern. So. Avignon zu beeinflussen, ja, das ist uns auch egal in dem Fall. Wir wollen ja hier hin und jetzt müssen wir mal schauen, wie das aussieht.
mit Kastilien. Die sind nach wie vor hier unten mit dabei, aber es sinkt. Ja. Wir sollten auf jeden Fall auch in Portugal uns einen Kriegsgrund, beziehungsweise keinen Kriegsgrund holen, sondern einmal hofieren, damit wir hier Gefallen bekommen in Portugal. Wie sieht es überhaupt bei denen aus? Die vertrauen uns mit 60 ein Gefallen. Portugal schuldet 1,77 Gefallen. Wir erhalten 0,3 Gefallen pro Monat. Das ist gut. Also sie vertrauen uns 60. Wie sieht es bei denen aus? 50. Na, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Gut, wir sind mit denen verheiratet. Also zumindest dort. Wir könnten überlegen, dass wir in Richtung Militärzugang gehen und kommen. Das würde uns mit Sicherheit ein bisschen was bringen. Jetzt werden wir aber erstmal, nachdem unsere Armee hier fertig ist, wie viel Geld haben wir denn? 6. Dann sollten wir den Unterhalt mal hochschrauben und anfangen, unsere Armee zu trainieren, zu drillen. So, die wird hochgeschraubt. Ich würde mir hier übrigens tatsächlich noch einen Reiter wünschen, dass wir das selektiv machen können, dass wir nur sagen können, nur die Armee soll bitte weniger Geld bekommen. Und die Armee mit dem Anführer, John Talbot, zack, die wird jetzt etwas mehr Geld bekommen. Und ihm hier können wir tatsächlich, wenn es denn soweit ist, den Herrscher reingeben und dann ihn in die Schlacht führen. Aber das können wir natürlich erst machen, wenn unser Herrscher hier irgendwann mal einen Nachfolger bekommen hat, was wiederum schwierig wird, weil er unfruchtbar ist. Das senkt die Wahrscheinlichkeit aber Gott sei Dank nicht auf 0, sondern nur um 25%. Bündnis aus Leinster. So, wo sind die denn? Wahrscheinlich auch auf der Insel, ne? Nee, das machen wir nicht. Das lehnen wir bitte auch ab. Wir kümmern uns als erstes Ziel um Burgund. So, und dazu müssen wir halt, wie gesagt, ihn müssen wir loswerden. Als Partner von Burgund. Idealerweise müssen wir ihn auf unsere Seite kriegen. Familienbande auflösen, auf keinen Fall. Beziehung verbessern. Könnte man machen. Was machen denn die Leute gerade? Wir holen uns einmal einen Kriegsgrund in Burgund. Und einmal hofieren wir in Kastilien. Dann würde ich hier tatsächlich mal versuchen, die Beziehung zu verbessern. In der Hoffnung, dass wir dadurch auf die Seite Kastiliens geraten. Tarraconnell? Nee, komm, das machen wir nicht. Das hatten wir ja gerade schon. Also wie gesagt, hier mischen wir uns jetzt gerade echt nicht ein. So, wir sind bei 54. Dann schauen wir mal, wie es mit der Grenze des Militärs aussieht. 41. Oh, da müssen wir noch eine ganze Menge bauen. Dann sind wir bei ihm. Wie viel haben wir hier möglich? 32. Dann gehen wir mal hier weiter. 15 und 6. Da machen wir mal auf 16 und 6. Und da gehen wir mal auf ein mehr und da auch ein mehr. Mehr können wir uns gerade auch nicht leisten. So. Okay, wie sieht es hier aus mit Rekrutenreserve? Ah, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da weit sind. Soweit sind. 100. Das ist ein wichtiger Moment. Wir können jetzt nämlich. Wo war es denn? Die Stabilität erhöhen. Und damit sollte sich die drohende Katastrophe zumindest ein paar Jahre zack nach hinten schieben. Naja, okay, am 1. August. Das hat jetzt eher Monate gebracht. Naja, gut. Es hat sich zumindest ein bisschen nach hinten geschoben. Also es hat ein bisschen was gebracht. So. Dann gucken wir mal weiter. Die Armee ist dabei. Holland besitzt die Frechheit Calais. Nee. Flandern besitzt die Frechheit Calais zu beanspruchen. Die Inseln besitzt die Chester. Okay, das ist jetzt interessant. Das ist jetzt wichtig. Wo ist denn Chester? Hier hinten wahrscheinlich irgendwo. Da. Okay, oh, das ist doch relativ weit weg. Das ist ja spannend. Na gut, wenn Sie das so meinen. 16. Januar. Übrigens, ich habe eine kleine Mod installiert, die uns hier, das ist eine Grafik-Mod, nur als kleiner Hinweis.
warum das hier ein bisschen anders aussieht als im normalen Spiel. Calais, Bordeaux besitzt, Orléans besitzt die Frechheit, Bordeaux zu beanspruchen. Treviso. Okay. Aber das ist alles nicht. Das ist tatsächlich sehr interessant. Das heißt, Calais, da können wir uns schon mal darauf einstellen, dass es da Probleme geben wird. Brabant, Flandern, Holland und England. Ja. Interessanterweise nicht von Frankreich, ne? Ja, gut. So, dann können wir mal mit dir anfangen, tatsächlich den Drill zu aktivieren. Die Armee drillen wir ein bisschen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, ihr Lieben, wenn euch die erste Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Morgen geht's weiter. Jetzt diese Woche um 18 Uhr, nächste Woche um 16 Uhr und damit Stellaris im Wechsel. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne dabei bleiben wollt, dann abonniert doch und auch gerne kommentieren. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, ich bin definitiv ein Anfänger in dem Spiel und würde mich freuen, wenn ihr dem History Let's Play ein wenig helft. Macht's gut, bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.